Internet und YouTube, long time no see. Was war los? Ich meine, nach den ganzen Assassin's Creed Revelations Teilen und den vielen Fragen, wo denn Skyrim bleibt und Skyrim und Skyrim. Es war natürlich mein Fehler, ich hätte vielleicht auf Facebook etwas posten können, auf Twitter oder in meinem Kanal einen Hinweis geben können, aber habe ich alles nicht gemacht. Ich tauchte einfach runter und ich muss zugeben, das hat mit meinem richtigen Job zu tun. Ich bin Geheimagent und musste Aufträge erledigen. Mehr kann ich nicht sagen. Ich darf einfach nichts dazu weiter sagen, sonst müsste ich euch alle zum Schweigen bringen und das wollen wir doch nicht. Und deswegen spielen wir jetzt hier weiter. Kehre zu Graumähne, ich glaube, das war das letzte. Durchhalt? Okay. Kehren wir zurück, oder? Machen wir. Jetzt vergessen, was ich hier gemacht habe. Klicke die Klick. Klack. Skyrim, 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 Baby. Oh, Assassin's Creed war nicht sehr beliebt, oder? Ich meine, jetzt, im Verhältnis jetzt. Mir ist es ja egal, ich lade sie trotzdem hoch. Aber auch der letzte Part von Skyrim, mit meinen ewigen Versuche. Das wollen wir nicht. Ne, 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 ne. Immer schön lustig sein, immer schön alles richtig machen. Aber nicht hier irgendwelche Fails produzieren, okay? Gell? Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Die Göttlichen. Ihr sucht meinen Sagt das denen auf YouTube. Da seht ihr am besten im Hinterteil, dass Zeigt das denen. Aber danke an alle für die... Also an alle. An die Restlichen. Für die Genesungswünsche und... Die andere aufgeklärt haben und so weiter. Fand ich super, dass es... Nicht nur ein Quantum-Community, das ist die große, große Community. Schmuckstücke für eure Ich habe gute Neuigkeiten, meine Liebe. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Er ist tot. Du solltest dich sehen. War nur Spaß, ist in Sicherheit. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Absolut. Ich muss ihn sofort sehen. Ich fürchte, dass er nicht hier ist. Er hielt eine Rückkehr für zu gefährlich. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Ne? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Er hat gesagt, ich soll euch sagen, dass ihr den kalten Wind des... des Winters erdulden müsst. Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne. Mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Okay. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Okay, und ihr gebt mir Gold? Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorald anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. Stahlkriegakt. Okay, habt ihr von... Wieso soll ich das jetzt fragen? Habt ihr von Thorald gehört? Nein, und ich rechne auch nicht damit. Es wäre im Augenblick zu gefährlich. Ja, diese Information hast du von mir. Zu wissen, dass ihr irgendwo da draußen und nicht wie ein Tier in einem Käfig eingesperrt ist, das genügt mir. Sorry, YouTube, hört ihr das? Okay, es tut mir leid. Okay. Sorry. Was hast du mir gegeben? Frostschaden. Das ist toll. Gut auf euch auf. Dankeschön. Das ist großartig. Na, ah, Kind. Okay. Aber what do we have? Was nun? Die Waren? Der Einbruch? Das ist wieder die dunkle Bruderschaft. Verdammt! Verschiedenes ist zu verschieden. Die Logik. In höchster Not findet die... Die muss doch hier irgendwo sein, richtig? Ah, verdammt! Die muss doch hier sein.
Aber die ist natürlich nicht gekennzeichnet, weil ich sie finden muss. Du siehst nicht aus wie eine Rotpatronin. Du? Man versteckt sich unter dem Helm. Vielleicht eine süße kleine Manche Braut? Manche Leute sagen, die dunkle Bruderschaft sei wieder da. Und sie sei mächtiger als je zuvor. Und sie sollen Dämmerstern zu ihrer Basis gemacht haben. Oh, die Bruderschaft, die habe ich eingerichtet. Die wollt ihr auch alle sehen. Ja, ich natürlich auch. Und so habe ich es dann eingerichtet. Aber jetzt... Okay, wir schauen gleich dorthin. Könnten wir alle mal die Klappe halten? Ich muss hier. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient. Wie ich hörte, habt ihr den Talbor ein blaues Auge verpasst. Ihr wisst genau, wen ihr euch zum Feind... Natürlich. Du, siehst auch nicht so aus. Braucht ihr etwas? Im Gegensatz zum Rest meiner Familie habe ich einiges zu tun. Ja, bitte zeig mir, was du zu tun hast. Geh voran. Ich bin gespannt. Okay, du gehst viel zu langsam. Mein Bruder Jon hat es richtig gemacht. Einfach in die Bardenakademie. Die Bardenakademie, da muss ich auch noch hin. Entschuldigen Sie. Wo ist hier die Rotpatronin? Ich muss sie finden. Wo versteckt sie sich? Wo versteckt sie sich? Bist du in irgendeinem Haus? Wo soll ich wissen, in welchem Haus? Verdammt, wo könnte die sein? Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Wunderbar. Was gibt's denn? Hier. Du. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Nicht. Diese Ehre gebührt Eorl und Graumähne. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur... Yes, 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 yes. Komm. Warten wir. Das ist Tee. Okay, wem mache ich was vor? Ich trinke keinen Tee. Hast du jetzt so lange mit mir geredet? Es tut mir leid, dass ich nicht zugehört habe. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Zeig mir deine... Drinnen gibt es noch mehr. Das war jetzt... Du. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Was wisst ihr über die Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Okay. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Was ist furchtbar an tropischen Wäldern? Ja, diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Das muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Okay. Warum nicht? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich weiß allzu gut. Hofft ihr, ein Händler zu werden? Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Ich bring dir keinen. Leichter gesagt als getan. Ich bring dir keinen. Hallo, Freya, mein Schätzchen. Verdammt! Ich könnte euch vielleicht helfen. Das würdet ihr tun? Ja. Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Verdammt! Ich kann nicht anders als zu klicken. Lebt wohl. Lebt auch wohl. Du! Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig... Okay, wer macht dieser Bade Mikael. Okay. So wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Was wäre, wenn ich mit Mikael rede? Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Meine Axt wird in seinen Dickschädel dringen. Rede, okay. Ihr macht euch ja keine Vorstellung.
Okay. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Vergesst okay. nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Oh Mann, klingst du wie Mutti. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Was soll dieses... Dein Schlafanzug. Du, Lilith. Uah. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure ja, nee, nee. Tat des Tages. Wer wohnt hier? Die beflaggte Meere. Warum habe ich die überhaupt angesprochen und diese Aufträge angenommen? Die sehen ja nicht mal aus wie Rotatronin. Kommt herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Du! Falls ihr Arbeit braucht, was haltet ihr davon, ein bisschen Feuerholz zu hacken? Nee. Erzählt mir den neuesten Klatsch und Tratsch. Die Gefährten? In Jorvaska? Sie heuern neue Mitglieder an, heißt es. Das ist super. Gerüchte? Ich habe einige seltsame Geschichten von den Kindern des Jarl gehört. Dass eines sich zum Bösen entwickelt und die anderen hässlich sind. Am besten hält man sich von ihnen fern. Absolut, da hast du recht. Die sind ein Graus. Lasst es mich wissen, falls ihr sonst noch etwas benötigt. Was ist hier? Warum? Frage nach warum. Ach Gott, was war denn das? Lust auf ein Nordsprichwort? Man kennt eine Frau erst dann richtig, wenn man mit ihr gezecht und sich mit ihr geprügelt hat. Mikael! Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Ja, ich hab gehört, du bist ein Arschloch und ihr müsst Carlotta in Ruhe lassen. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Okay, dann überreden wir dich. Lass diesen Unfug. Vielleicht habt ihr recht. Yes! Ich wollte nur nicht, dass jemand denkt, ich käme nicht mit einem Nordmädel klar. Bei meiner Ehre. Ich werde Carlotta nicht wieder zu nahe treten. Gut. Alright. Ein guter Rat zum Abschied. Frauen lieben Sonette. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an... Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Okay, bring it, baby, bring it. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Du hast ja absolut keine Ahnung. Abgemacht. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Und kein Geheule. Los geht's. Los. Okay. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja, ja, ja. Ja. Na, mal sehen, wie unbeugsam du bist. Schau, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sie wollte es so, ich kann nichts dafür. Du bist aber ganz schön hartnäckig. Mehr habt ihr nicht dran. Ich schlag dich doch die ganze Zeit, was willst du von mir? Wir können das noch stundenlang machen, du bist gleich tot. Ihr wollt zu den Nord gehören. Warte, richtig ausholen. Ja. Zum. Daneben. Und. Du ziehst mir überhaupt nichts ab, Lady. Bei den Göttern, nein. Doch. Aber kein Geheule. Ich will nichts hören. Keine Schadensersatzforderung. Oh, der letzte war gut. Werf den Schneebuckel zu Boden, na los! Hey, Mikael, beruhig dich, es ist schon vorbei. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. 12 Septimer auf den großen... 100. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Wenn ihr mal eine Klinge an eurer Seite braucht, müsst ihr nur fragen. Würde mir gern ansehen, wie ihr mit ein paar Trollen fertig werdet. Dankeschön. 100 Gold ist für mich. Liegt der noch da? Ne, habt ihr die Leiche schon? Gut, wunderbar. Aktuell war hier irgendwas? Ne. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Kann ein Mann nicht mal in Ruhe etwas trinken? Ja. Trink dein Ziegenkäse, Ecken. Wer ist hier? Hallo? Hier liegt kein interessantes Buch. Hallo? Niemand hier.
Nobody there. Kann ein Mann nicht Shut up. Ich geh nach draußen. Okay, gehen wir halt nach draußen, oder? So. This was that. And now... Wer bist du? Bist du die alte Frau? Geh aus dem Weg, Kind. Die brauchen wir nicht. Was war hier? War hier noch eine Bar oder eine Kneipe? Ich hab's vergessen. Du bist du? Ich arbeite für das ist, glaube ich, mein Haus, was ich hier kaufen kann. Entschuldige, habe ich dich gefragt? Ich kann mich nicht erinnern. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Kupfergäste, was ist hier? Muss doch irgendwo eine Frau herumlaufen. YouTube, danke schön fürs Zusehen. Macht's gut. Hier findet eigentlich jeder Tschüss. Etwas. Sagt Bescheid,